15 Euro Pokémon Box versus 100 Euro Pokémon Box. Wir vergleichen die aktuell günstigste Box mit einer der besten Boxen aus der Tag Team Zeit aus 2018. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, 15 Euro Box versus 100 Euro Box. Eine wunderschöne Generation Premium Tag Team Kollektion versus die grandiose Stack-Multin. Ey, Leute, wir haben ja tatsächlich welche gesehen von Clash und Flammende Finsternis Booster. Wir gucken einfach mal, welche Box besser abschneidet. Ich bin sehr gespannt. Und bevor einer sagt, das Video ist aber von The Zero of Time geklaut. Nein, ist es nicht, weil Dario hat das von PokéRef geklaut und wir haben es jetzt auch von PokéRef geklaut. Er war nur ein bisschen schneller, so ein Video mal hochzuladen. Und deswegen, eigentlich habe ich es nur als Vorwand genommen, um so eine Box aus dem Lager zu nehmen und sie aufzumachen. Und Dennis zu sagen, Dennis, ich habe da voll die gute Videoidee und ich will diese Box aufmachen, weil die Box ist wirklich wunderschön. Aber egal, ich würde sagen, Leute, wir gehen einfach mal ins Opening rein. Es wird sehr, sehr wild. Und ich finde es auch sehr, sehr geil, tatsächlich nochmal eine von den Dingern hier aufzumachen. Ich würde sagen, die stellen wir nochmal kurz hier hin. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, ne? Und es gab Boxen, die hatten tatsächlich nicht nur schaurige und Battle-Styles, sondern auch einige, die Clash der Rebellen und Flammende Finsternis drin hatten. Vielleicht haben wir eine von den Chargen erwischt. Also die haben da bei den Deutschen wahrscheinlich ein bisschen die Resterampe reingepackt. Haben gesagt, so komm, wir haben noch ein paar Flammende Finsternis und Clash. Hau die da mal rein. Mal gucken. Oh nein, alle. Oh nein, ich hab sogar... Ey, aber ich finde tatsächlich dreimal Schaurige besser als hier... Kampfstile noch dazu. So, aber so wahnsinnig spektakulär. Ja, mal gucken. Vielleicht gönnt es ja irgendwas. Ich bin mal gespannt. Es wäre sehr, sehr witzig, wenn man hier wirklich was rausziehen könnte, weil, ja, ich meine, das Set hat schöne Karten. Das Set hat sehr, sehr schöne Karten. Wir haben Bibor-Holo hier am Start. Schon mal eine Holo. Vielleicht eine Alternative. Das wäre der Hammer. So Lavados-Alternative oder sowas. Das wäre fantastisch. Das wäre einfach fantastisch. Und wir gehen rein. So, wir haben Dakuma. Ein Frubberl ist da. Schnäppke. Frostet hier. Und ein Frujal. Okay. Mit jetzt leider noch nichts. Ich meine, ich kann nochmal sagen, die Boxen kann man stapeln und es ist fantastisch. Es ist wunderschön. Aber, ja, ne. Wenn man die Tindose haben will, dann sollte man sich die Box kaufen. Dann kann man das auf jeden Fall machen. Ah, Ramot. Okay. Leider eine müde Holo aus der Box gezogen. Aber gut. 15 Euro. Dafür haben wir aber jetzt diese wunderschöne, wie gesagt, Tag Team Generation Premium Kollektion. Und ich muss sagen, diese Box sieht wunderschön aus. Ne? Wir haben hier ja Glurak und Rutena, wir haben Bisaflor und Serpifeu. Da haben wir auch die zwei Promokarten, die ich euch gleich einfach mal direkt zeigen werde. Im Englischen gab es von der noch eine Box, die jetzt, glaube ich, auch noch deutlich teurer ist. Mit einer Playmat noch dazu. Aber die Booster-Auswahl nicht so cool, wie ich finde. Und oh, wenn wir so eine alte Box nochmal aufmachen, ist schon irgendwie cool. Also... gucken wir einfach mal. Ach ja, und Leute, wir hatten... wir haben keine Playmat in der Box, aber wir haben einen Poster bekommen. Grandios. Hier, Leute. Nicht schlecht. Also mir gefällt es tatsächlich. Ich finde, es ist ein schönes Poster. Im Englischen haben wir das Ganze als Playmat bekommen. Die sah natürlich nochmal deutlich edler aus. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat Marcel aus dem Lager die noch. Aber hier, Leute, das war noch eine richtige Premium-Box. Ne? Wir haben hier zwei alternative Artworks tatsächlich. Ne? Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, aber ich finde die wirklich tatsächlich gut. Die waren ja im Japan-Set drin. Die haben wir nicht bei uns in unserem Set bekommen. Und eine Oversized XXL-Karte, die hier so richtig reingeschoben ist. Holy moly. Und ja, das Artwork war schon echt, echt cool. Richtig nice. Und was noch viel geiler ist, sind natürlich die beiden Promokarten hier von Glurak und Rutena und Bisaflor und Serpifeu. Wie gesagt, Turtok und Plinfer hatten wir dann in Welten im Wandel bekommen. Die nicht, da haben wir nur die Full Arts und so weiter. Aber ey, das ist schon echt gute Boxen. Tatsächlich das Centering von den Karten echt cool. Also richtig, richtig nice. Und gefällt mir sehr, sehr gut schon mal. Und ich würde sagen... wir haben eine sehr geile Booster-Auswahl. Denn, Leute, hier sind ein paar Legenden-Sets drin. Hier, das muss man einfach so sagen. Wir haben Welten im Wandel, Bund der Gleichgesinnten. Wir haben Aufziehender Sturmröte. Wir haben Welten im Wandel. Nochmal Kräfte im Einklang. Das wird Last Pack Magic, ja. Kräfte im Einklang. Auch ein wahnsinnig geiles Set. Wir haben damals Top-Trainerboxen aufgerissen ohne Ende und nachts in Flammen. So, 6 Packs. Mal gucken, was das so gönnt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich meine, es ist eine 6-Pack-Random-Box. Wer weiß, keine Ahnung, ob das irgendwie was gönnt. Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Und ja, wir gucken mal. Staralilli, ein Mehikel, ein Hornliu ist da. Kleinstein, Stolunior. Palim, Palim und ein Trauma. Okay, leider nichts aus dem letzten Dolnomon-Set. Auch sind es schon Röde. Dafür jetzt vielleicht was aus Nacht und Flammen. Wer weiß. Das wäre schon sehr, sehr cool.
Wenn wir hier vielleicht das Glurak Rainbow rausziehen können aus einem Random Pack. Ja, das würde mir doch auch kein Mensch glauben, wenn ich das jetzt aus der Box herausziehen würde. Aber schauen wir mal. So, wir haben einmal Bisofunk, Fluchtseil, wir haben die gute Pia, Riolu, Wommel. Schauen wir mal. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist ja irgendwas drin. Ich weiß es nicht. Wie auch. Und, oh, lol, tatsächlich eine Secret Rare. Super Anziehungskraft, Gold. Yo, okay. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Die muss man auch erstmal ziehen, weil die Pull Rate damals in den Sonne- und Mond-Sets, vor allem in den ersten, hat man vielleicht 6 Hits rausgezogen. Du hattest teilweise Displays, wo du 6 Cheeks hattest. Mehr nicht. Einfach, mehr nicht. Das war's. Und deswegen, ja, wie würde man sagen, mit einer Secret Rare sind wir auch schon mal gut dabei. Und wir haben noch nicht mal die Leckerlis aufgemacht, weil auch zweimal im Weltenwandel. Welten im Wandel in der Box, ne? Gucken wir mal. Wir hatten ja in einem der letzten Streams dann, hatte sich ja einer 18-1 Booster gehofft. Wir hatten da grandiose Hits rausgehabt, wie zum Beispiel das alternative Giflor. Mal gucken, ob wir jetzt aus zwei vielleicht ähnlich gut ziehen können. Ich bin gespannt. War auch ein geiles Set, wie ich finde. Generell die Tag Teams Zeit damals war einfach wirklich sehr, sehr schön. Lunala und ein Wheelie. Ich weiß nicht, viele Leute hatten damals gesagt, so, okay, ah, die Tag Teams. Ja, ist okay, kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber so im Nachhinein denkt man sich schon so, boah, jetzt nochmal Tag Team Sets. Wäre schon cool, weil die echt coole Artworks rausgebracht haben und echt coole Boxen auch. Zum Beispiel auch hier mit Darkrai und Nachtara. War nicht in dem Set in Alternativ, gibt es aber in Alternativ und da gab es so eine richtig fette Kollektion dazu, die auch super, super nice ausgesehen hat mit 2 Alternativen. Solche fetten Boxen würde ich mir eigentlich nochmal wünschen. Da gibt's, habe ich das Gefühl, tatsächlich im Moment ein bisschen weniger als vorher noch. Ich meine, wir kriegen zwar jetzt die Lucario Premium Box, aber tatsächlich so Boxen wie jetzt, Magbrand, tatsächlich so Boxen wie jetzt die Box, haben wir in letzter Zeit eigentlich gar nicht so richtig gesehen. Oder vergesse ich jetzt irgendwas? Okay, Celebrations jetzt mal ausgenommen. Und von der Figurenbox her kriegen wir jetzt, okay, wir kriegen jetzt wieder eine mit der Arceus-Figur und der Promo. Ich wäre dafür, dass wir nochmal mehr Promo-Boxen kriegen. Das wäre echt geil. So, Leute, Welten im Wandel. Vorletztes Booster. Ah, komm. Vielleicht auch eine Character Rare. Vielleicht die Pikachu Character Rare. Das wäre noch echt cool. Aber schauen wir mal. So, wir haben Trasla hier noch am Start. Wir haben einen Sankabu, einen Seemops. Lilip und tatsächlich noch eine GX, eine Tag Team GX. Mega Schlappohr und Pummeluff. Auch ein schönes Artwork. Haben wir leider nie ein Alternativ bei uns bekommen. Ist ja ein Tag Team Allstars drin, ne? Also die Karte gibt's, hat's leider nie zu uns geschafft. Aber ich finde das Artwork auch echt schön, echt farbenfroh. Und ich sag's ja, da sind teilweise so schöne Tag Team Artworks dabei rumgekommen. Und ja, Leute, Kräfte im Einklang. Last Pack Magic. Ein Set. Na, ich erinnere an die legendäre Cash King-Folge mit Dario, wo wir ihn im allerersten Opening zu diesem Set sowas von zerstört haben, indem wir in einer ETB einfach das Glurak rausgezogen haben und was weiß ich. Oh, ich hab den Rainbow, ich hab das, ja, ja, ich hab das richtig ram Glurak Rainbow Rare gezogen. Let's go. Nochmal eintauchen in die Vergangenheit. Oh, das war ein Flashback, ey. Wie gesagt, wir haben von dem Set so viel aufgemacht. So, wir haben die Metallkernbarriere. Tentoxa. Wir haben Pipi. Kewapsel, ein Retternister, Traumato, komm schon, gönn, Quajutsu und ein Mewtwo in Normal. Leider kein Hit, aber ich würde sagen, Leute, was hat gewonnen? Die 15-Euro-Box oder die 100-Euro-Box? Ich würde sagen, die 100-Euro-Box, aber die war auch teurer.